So. Jetzt haben wir ja Bar weggelockt. Oh, der ist immun gegen Schleichen. Servus, Großer. Ah. Oh nein. Na. Tschüss. Wir werden schon bald zu kämpfen haben. Oh, er ist nicht immun gegen Bogen. Oh. Einer weniger. Nicht hinter mir anschleichen. Das habe ich nicht gerne. So, und du bist der Nächste. Weg mit dir, du Nichtsnutz! Damit legst du mich nicht rein. Wir sehen uns wieder, Waldläufer! Flüchtet? Ah, na, flüchten brauchst du nicht von mir. Er flüchtet wirklich. Kann ich nochmal stehen bleiben? Er ist immun gegen Fernkampf. Okay, wo rennt er hin? Wart rennen kann er ja nicht. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. So. Du hast keine Vorstellung von. So, jetzt sind wir noch verhören. Ich brauch ein paar Informationen. Zonen hinkempeln. Schlaf gut. Gut, zwei Hauptmänner wieder weg. So endet deine Herrschaft. So. Das ist auch cool. Feuer. Bogen. Explosion. Gut. Okay. Nein, ich will. Das wollte ich nicht.
Ja gut, das ist alles gut, Mann. Vielleicht werden wir vernichtet. Doch wenn das passiert, reißen wir Mordor mit uns. Okay. Ich habe dem Verräter Rache. Machen wir die Mission. Wie bei meinem Großvater scheint mein Eid für viele ein Verhängnis zu sein. Aber was ich noch schauen möchte, ist Verbesserungen. Oh, 6 Machtpunkte fehlen noch. So. Nächster Hauptauftrag. Hier. Danke. Ich hab den Mithrilama. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Oh. Wie? Das ist cool. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Okay, so schnell wie möglich. Ohne gesehen zu werden. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten.
sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Erst ihren Mut, danach ihr Rücken. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr. Ich bilde mir Dinge ein. Gondoraner sind unsere Invasoren. Die Menschen unsere Plage. Maden berauben uns unsere Länder. Doch da. Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Wir holen uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit. Das Köpfen geht dir zu schnell. Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. Der Hals, der Kopf, der Bauch. Wo wollen wir die Blut? Mein Anblick wird deinen sterblichen Willen durchdringen. So. Doch die Dunkelheit wird niemals über Mittelerde herrschen. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten. Weiten! Lass dich von silbernen Händen geleiten. Oh, wer hat mich jetzt wieder gesehen? Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Wer Blut sehen will, der ist heute an den richtigen Ort gekommen. Ich bin bereit für den Tod. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr. Wahrscheinliche Ratten. Da müssen wir uns woanders nach dem Kampf umsehen. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Schneid sie in zwei Hälften. Blick in die Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Was? Habt ihr das gehört? Gondoraner sind unsere Invasoren. Die Menschen unsere Plage. Maden berauben uns unserer Länder. Vertreibe die Dunkelheit. Begrüße das Licht. Und nehmen ihre Leben gleich mit. Möge die silberne Hand dich leiten. Die blaue Flamme tilgt deine Schatten und führt dich ins Licht. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten. Heute nicht. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber. Verlass den Pfad der Finsternis und folge deinem hellen Herrscher. Sei mein Schwert. Okay. Meine Augen sind die deine. Die schwarze Hand wird euch dafür leiden lassen. Gut. Auf Wiedersehen.
die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussagen... Sag dir doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Einfach. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir hier weitermachen. Oder nein, das machen wir noch. Machen wir noch, komm. Bin ja nicht so. Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen. Müllfleisch, hättest du ein Urlaub werden sollen. Mir egal. Egal, was es war, es ist weg. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Danke. Ich habe Hunger, Sklave. Doch mein Mahl ist in deinem Bauch. Vielleicht sollte ich es herausschneiden. Sascha? Lass die Finger vom Uruk essen! Du hast dir das Fleisch nicht verdient! Wir schon, Königin Made! Du dienst dem leuchtenden Herrn! Wir sind frei! Tod den Verrätern! Halt still! Sascha? Danke für die Rettung. Tschüss. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles ge... Ich muss Essen finden. Darauf noch.
Gut. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein. Ciao.